geht zum Tabellenletzten nach Rostock. Was macht ein Spiel gegen den Tabellenletzten und im Speziellen gegen Hansa Rostock leicht oder schwer? Ja, auf die Tabelle zu schauen und den Gegner nach dem Tabellenplatz zu messen, das wäre natürlich der vollkommen falsche Ansatz. Also wir fahren dahin, um einfach unser Spiel durchzudrücken, unser Ding zu machen und so wie in der zweiten Halbzeit gegen Cottbus agil Fußball zu spielen und uns Torchancen rauszuarbeiten, aber auch gut zu verteidigen, immer wieder gut umzuschalten in beide Richtungen. Und mit dem Ansatz fahren wir nach Rostock. Orientiert man sich dann an der Spielweise des Gegners, in dem Fall an Rostock, oder nur an der eigenen? Und der Gegner hat sich an Eintracht Frankfurt zu orientieren? Ich denke, dass wir richtig stark sind, wenn wir dahin fahren und versuchen, unser Ding auf den Platz zu kriegen. Das haben wir, wie gesagt, gegen Cottbus vor allem in der zweiten Halbzeit einfach richtig gut gemacht. Und diesen Weg wollen wir weitergehen und so wollen wir von Anfang an in Rostock Fußball spielen und letztendlich am Ende dann entsprechendes Ergebnis, das heißt einen Sieg einfahren. Hat Eintracht Frankfurt momentan eine Auswärtsschwäche, die es auszumerzen gilt in Rostock? Nein, die Statistik zeigt ja, dass wir eine der besten Mannschaften sind. Ich glaube, die erste oder zweitbeste Mannschaft, irgendwann wir die beste Statistik haben, was die Auswärtsspiele angeht. Und davon eine Auswärtsschwäche zu reden, ist nicht der falsche Ansatz. Weil der letzte Sieg auf des Gegners Platz schon im vergangenen Jahr lag, meine ich. Ja, dieses Jahr waren ja auch noch nicht so viele Spiele. Ne? Schade, jetzt haben Sie mich gekriegt. Man muss es aber ja mal probieren. Ja. Mal zur eigenen Mannschaft. Wie ist da die personelle Lage vor dem Spiel in Rostock am Sonntag? Die personelle Lage ist so, dass nur Karim Atmur noch ausfallen wird mit seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ansonsten sind alle Spieler soweit fit, bis auf ein, zwei angeschlagene Spieler wie Sebastian Rode und Alexander Mayer. Die werden heute noch gepflegt und wir gehen davon aus, dass sie morgen ins Mannschaftstraining einsteigen. Genauso wie Ümit Korkmaz, der leicht erkältet ist und heute auch pausieren wird. Aber möglicherweise wird er morgen auch wieder ins Training einsteigen. Was würde denn dagegen sprechen, mit der Mannschaft anzufangen, die gegen Cottbus aufgehört hat? Ja, jede Woche ist da immer neu. Sie haben recht, wir haben gegen Cottbus in der zweiten Halbzeit sehr gutes Spiel gemacht und in dem System Raude. Aber wir haben in der Saison schon in verschiedenen Systemen gespielt. Wir können auch verschiedene Systeme spielen. Und wie wir letztendlich jetzt in Rostock beginnen, da warten wir noch die Eindrücke jetzt von den letzten Trainingstagen ab. Ich meinte auch weniger das System als die Personen. Ja, das gilt sowohl für die Personen selbst, für die Spieler, aber auch für das System. Wie würden Sie momentan so den Leistungsstand der Eintracht einschätzen? Wir haben ja nun zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gegen Cottbus gesehen. Es gilt ja auch, ein 1-0 bringt auch drei Punkte abhaken. Aber wenn man sich nach oben orientiert, muss man ja salopp gesagt eine Schippe drauflegen noch. Ja, das wollen wir zu jeder Zeit. Aber wir wissen auch, dass wir nicht vom ersten bis zum letzten Spieltag immer nur grandiose erste und zweite Halbzeit oder 90 Minuten abliefern können. Das wird nicht funktionieren. Es werden immer wieder jetzt auch in den letzten Spielen noch das ein oder andere Problemchen auftauchen. Wir sind einfach von unserer Qualität und von unseren Spielern und von unserer Qualität überzeugt, dass wir die nicht immer zu 100% abliefern können, denke ich, das ist auch nur normal. Aber da gilt es dann einfach auch während des Spiels dann Lösungen zu finden und letztendlich auch von Spiel zu Spiel zu denken.